Ihr braucht günstige PSN-Cards oder Xbox Live, dann checkt auf jeden Fall mal MMO gehabt, Link in der Beschreibung und benutzt den 3% Discount-Code REALFIFA, um zu sparen und mich zu unterstützen. Danke an alle und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Jungs, es ist soweit, das erste Team of the Season Squad Builder Battle mit Alexandre Lacazette. Freunde, es wird eskaliert. Der erste Premier League Team of the Season und mit dabei haben wir einen Special Guest. Guten Tag Leute, hey, ich bin auch gerade dabei, hab gerade Lacazette die Karte gesehen und dachte mir so, boah, die ist brutal, weißt du? Oh Jungs, dieser Lacazette, 1,4 Millionen, der ist einfach wieder gestiegen, aber diese Werte, ja, die lassen ihn einfach auch in die Höhe fliegen. Muss sagen, die Karte sieht absolut fresh aus, 90 Physis, 96 Schuss, 93 Tempo und so weiter und so fort. Geisteskranke Karte, Digga, ne? Übertrieben heftig. Ich kann es gar nicht. Ich will jetzt einfach mal sehen, wie diese Karte im Spiel so spielt. Ich glaube, die wird absolut OP sein. Ihr könnt mal raushauen. Habt ihr Bock auf mehr Squad Builder Battle? Dann schreibt mal rein, welchen Team of the Season sollen wir als nächstes holen? Und lasst natürlich unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich denke, ja, ich weiß nicht. Vielleicht schaffen wir die 2k Likes für ein weiteres Squad Builder Battle. Die feiert ihr ja unglaublich. Und jetzt zur Team of the Season Zeit würde ich mich natürlich übelst freuen. Und checkt auch, ja, Wakes seine Episode ab. Da haben wir auch einen Team of the Season getestet und der ist so abgegangen wie Schmidts Katze, Alter. Ne? Der war brutal, Alter. Ja. Aber ich glaube, dieser Lacker wird genauso brutal, mindestens. Das glaube ich auch. Okay. Ja, wir können direkt anfangen. Wir können direkt anfangen. Bei mir habe ich angefangen, meine Spiele einzufügen. Bei dir fängst du an, deine Spiele einzufügen, okay? Okay. Ich hab's wieder nicht so einfach gemacht, aber ihr kennt es, Jungs. Wir schenken uns hier gar nichts. Ne? Wir machen hier immer schwierig. Auf dem rechten Flügel habe ich, Xherdan Shaqiri Halloween-Karte. Hat 99 Physis und so weiter, also eine richtige Kante. Und auf dem linken Flügel habe ich eine Icon, vielleicht weißt du es. Ich habe nämlich diesen Christo Stoichkov. Der Bulgare, Alter. Habe ich natürlich aufgeschrieben. Ist auch mächtig, ne? Den hast du safe, oder? Nein, Mann. Ich hab gedacht, du gehst mit zwei Franzosen. Ja. Yeah. Einfach so auf Chillig, auf Mbappé und okay. Auf Martial. Ah, oh, das wäre eigentlich auch eine geile Kombi gewesen, ne? Naja. Ja, Digga, das wäre halt krass, aber dann, das wären dann auch zwei Bronzespieler gewesen. Ja, genau, deswegen, ich wollte ein bisschen safen, Jungs. Müsst ihr mir natürlich auch verzeihen. Aber es ist was Kreatives wieder bei rumgekommen. Jetzt bin ich gespannt, was du dir mitgenommen hast. Okidoki, ich habe mich entschieden. Oh, das Spiel ist sogar schon eingetragen oben. Und zwar spielt auf der linken Seite ein Spieler, der gerade geweint hat. Der ist so traurig, war. Der hat so geweint. Und zwar Ribéry, der sich verabschiedet hat beim Bayern München. Boah, Legende, Mann. Ende einer Ära, Mann. Ja, deswegen habe ich den genommen, habe ich gefühlt, Digga. Ich bin nicht mal Bayern-Fan und habe trotzdem gefühlt, wie er sich verabschiedet hat. Ja, Mann. Ehrenmann, Alter, Leute. Alle Bayern-Fans, ihr wisst Bescheid für euch. Friese wie Ribéry, Digga. Auf der rechten Seite steht bei mir einer aus der Barclays Premier League. Der hat leider keine Special Card auf der Position gehabt, sonst hätte ich die gekauft. Hat aber trotzdem eine schöne Karte und das ist William. Afro William und die Legende Ribéry. Da kann ich dir sagen, ja, Ribéry darfst du behalten. Hat sogar zu seinem Abschiedsspiel noch getroffen. Ja, Rashford auf links und Mo Salah auf rechts. Also, ja, dürfen wir voll angreifen. Oh, die Stürmer sind drin geblieben. Mal gucken, ob es genauso bei den Mittelfeldspielern aussehen wird. Was sagst du? Hast du ein gutes Gefühl, oder? Also, ich habe ein gutes Gefühl eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ja. Soll ich starten? Ja. Und wenn sag ich mal, dass ich ein schlechtes Gefühl habe bei den Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Ja, so. Gut. Also, ich kann mal so sagen, es sind alles bekannte Spieler, jetzt nichts, wo ich irgendwie... Ja, du wirst es sehen. Auf jeden Fall, auf der ersten Mittelfeldspielerposition habe ich den Team of the Season von Emre Can. Sieht richtig gut aus. Okay. Dann habe ich in der Mitte, kennt man natürlich auch, Ilkay Gündoğan. Und die rechts... Mit den deutschen Boys. Genau, mit den deutschen. Und ja, rechts habe ich einen von Tottenham, Dele Alli. Digga, du hast schon saftige Spieler schon wieder im Mittelfeld, ne? Ja, ich hoffe, ich darf die alle behalten. Also Dele Alli habe ich, Gündoğan habe ich, Emre Can habe ich. Alle drei raus und in der Mitte bitte den Torwart.
Ja, das glaube ich nicht. Einen hättest du doch geklaut, aber alle drei. Das ja, einen hätte, also wenn du alle drei gehabt hättest, nee, aber ich wir lassen aufgeschrieben. Ich habe Vinaldo und dachte, ich nehme den Tots, dann Kanté und De Bruyne. Ich hatte gar keine Ahnung, was du nimmst. Okay, ja gut. Ja, aber so ging es mir auch. Du kannst mal raushauen. Ich habe auch keinen Plan gehabt. Ich fange auch von links nach rechts an. Ich kann ja in die Special einstellen, dann kommt der Boy auch. Und zwar habe ich hier den guten alten Rupp von Hoffenheim. Kennst du den? Nein, doch, kenne ich, ja, doch. Der hat so eine Dingskarte. Okay. Dann in der Mitte habe ich die nächste Bayern-Legende. Thomas Müller, Man of the Match, Junge, im Mittelfeld. Junge, du hast ja richtig raus, ey. Ich feiere den, um ehrlich zu sein, ne? Auch wenn er so ein Holzfuß irgendwie ist. Irgendwie sieht aus wie ein Holzfuß. Aber er macht irgendwie irgendwas Gutes einfach, ne? Der ist schon krass eigentlich, ja? Ja, Mann. Und rechts habe ich dann den Strongling mir gegeben mit Fernandinho, 88. Okay. Ja, ich hatte auch einen von Bayern, aber es war Tolisso. Dann hatte ich Ducouré, das war so ein Franzose. Ja. Aber ich hatte auch einen Brasilianer aus der Premier League. Aber Fabinho. Bitte! Nö, Fred hatte ich. Fred von Manchester United. Ja, kann man auch sich gönnen. Okay, Mittelfeld bleibt stehen. Außenverteidiger, das ist die nächste Pose, wa? Das ist die Frage der Fragen, ob da was stehen bleibt. Null Spieler haben wir bis jetzt getroffen, läuft für uns, aber ja, es ist ein Geben und Nehmen bei uns beiden. Es ist wirklich schon was richtig Gutes, wenn man überhaupt eintrifft, ne? Das muss man nochmal hier gesagt haben. Das ist schon Squad Builder Battle Zeiten, wo wir keinen getroffen haben. Zu krass. Ja, Mann. Okay, ey, so. Aber jetzt habe ich irgendwie so ein Gefühl, dass du bei mir getroffen hast, ich weiß nicht. Okay. Ja gut, ich fange mal an, Rechtsverteidiger ist auffällig, Valencia Footmiss-Karte, Linksverteidiger habe ich Crigito Inform. Den hattest du, was hattest du das als erstes gesagt? Rechts hatte ich Valencia Footmiss und links diesen Crigito Inform. Ich hatte was im Kopf. Und zwar habe ich als erstes Alexandro aufgeschrieben. Oh nein, jetzt kommt's, ey. Und dann dachte ich, Premier League, wenn ich schon Alexandro aufschreibe, dann musst du auch Alex Arnold haben. Alexander Arnold. Ach so, Alex, ja, okay. Ich wollte die beiden Alex hier drauf haben. Und nicht die Alex, die habe ich leider nicht genommen. Aber bei Valencia, ja gut, da habe ich ein bisschen gestruggelt, ehrlich gesagt. Aber Ich wollte als erstes die Valencia Rechtsflügelkarte nehmen. Der hatte so eine RM-Karte, die wollte ich erst einbauen und dachte mir so, Digga, hoffentlich, der kann bestimmt mal schießen, deswegen lieber William genommen. Nee, ja, okay, das wäre besser gewesen, glaube ich. Also für mich, wenn du den vorne gespielt hättest. Kidoki, Digga. Linksverteidiger, Zuba von Hoffenheim, Champions League-Karte. Der geht heute richtig auf die Hoffenheimer. Der geht full auf die Hoffenheimer. Jungs. Und rechter Verteidiger ist Walker Peters in Form. Also nicht Kyle Walker. Nee, der Fake Walker, ey. Hattest du Kyle Walker aufgeschrieben? Nö, ich hatte diesen Ricardo Pereira von Leicester City. Und links hatte ich diesen Benjamin Mondi von City. Okidoki. Digga, Max, letzte Chance, was ist los? Ey, aber du weißt, ne, die letzten drei Spieler, das sind immer die heißesten Spieler, muss ich ja sagen. Die sind echt heiß begehrt, Digga. Die sind richtig heiß begehrt. Let's go. Boom! Die letzten drei Spieler. Ey, keine Ahnung, Mann. Hast du ein gutes Gefühl? Ja, mehr oder weniger. Also, ich könnte schon was kommen. Okay. Ja, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich, also irgendwie bin ich mir sicher, dass ich die Spieler behalten darf, ich weiß auch nicht. Auf der rechten Innenverteidigerposition habe ich Nathan Ake in Form, Holländer. Dann habe ich De Vrij, Champions League Holländer. Und im Tor habe ich Cillessen, Man of the Match, auch Holländer. Digga, das ist so krass. Seid mal ganz ehrlich, Leute. Wie soll man da einen Spieler erraten in dem Team? Das ist... Ich denke mal, ich bin zu dumm dafür, aber wenn ich ganz überlege, die Spieler, die schreibt man doch nicht auf seine Tafel. Ich habe schon komische Spiele aufgeschrieben, aber... Ja, Freunde, haut mal unbedingt raus, hättet ihr hier einen getroffen, aber jetzt bin ich gespannt. Real Talk, Leute, Real Talk. Du baust doch genau sowas, Digga. Deswegen, ich bin gespannt. Ja, ich war auch so, aber jetzt, weiß nicht, das ist schon einfacher als bei dir, irgendwie, glaube ich. Ja. Foot Champions Koscielny. Ja. Tor habe ich mir den 90er Lafont geholt. Lafont. Wie spricht man Französisch aus? Lafont? Ja, Lafont. Ja. Lafont. Und ich habe dich eben
Ich hab dich eben ein bisschen veräppelt, ich hab doch eine Icon mitgenommen. Oh, Jungs. Nein, Mann! Käse! Leute, dazwischen auf Name, wo er die Icon hat, ich sag so, oh, wieso denkst du mal die Icon? Ich denk nie an die, dass ich die einfach... Er sagt extra, er baut heute keine Icon ein, packt die in die Innenverteidigung. Ja, du darfst alles behalten, weil ich hab Laporte, Walker, Loris, naja. Junge! Ja, aber jetzt im Game, volles Team beides. Junge, Discards werden doll, ne? Discards werden doll. Streng dich an, ab geht's. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht es los. Lacker Sweat, Lacker Macker gegen Lacker Macker. Ja. Geiles Lacker Team, Macker. Digga. Aber alles bunt. Du hast auch viele Champions League Karten, genau, cool. Ja, man, die kann man, denke ich, so gut da reinballern. Jungs, jetzt muss eskaliert werden. Mal gucken, wie Lacker Set spielt. Ich habe extra hier ein Arsenal-Trikot. Der darf uns jetzt hier nicht enttäuschen. Golas! Oh mein Junge, Gott, der Junge. Gefährlich, ey. Dein Lacker bietet sich gut an, ne? Ja, er ist gerade gut zur Stelle. Starker Pass. Boah, der kommt. Und Emre Can und Pfosten. Glück gehabt, ey. Digga. Komm, nein. Stoichkov. Junge, zieh. Elli, was war das? Was war denn da, ey? Noch eine Chance, Digga. Jetzt. Lacker. Lacker! Oh, ey, Lafont, danke, Lafont, Lafont. Lacker, ey. Boah! Ich dachte auch, wie so Vorpatch gerade. Ja, der wäre safe wieder gekommen. Perfekt in den Winkel, Alter. Boah. Jetzt. Lacker Set. Jawohl, Alter. Ey, wenn er vorm Tor ist, dann ist das Ding fast drin, ey. Mit der Pfeife, das ist ein Torjubel, ne? Reg dich auf. Lacker, Junge. Bester Mann. Hau den einfach mal rein da jetzt, ey. Oh je. Einfach nur sauer gewesen. Einfach mal gucken. Digga, ich wollte nur den... So. Boah, Junge. Jetzt. Can. Ja, okay, das war so ein Fehler, Digga. Emre Can mit dem 2-0. Bist du noch da? Gar kein. Scheiße. Boah. Lacker. Junge. Oh mein Ey, der macht jeden Ball rein, ne? Der macht jeden Ball rein. Was für ein Fehler, ey. Nein. Den muss er reinmachen. Naja. Ja, die Schüsse, ich habe ja nicht mal grün getroffen, der geht trotzdem rein. Das ist krass, Alter. Ja, du darfst gar keinen Time-Finish machen und dann sind die Dinger drin, ey. Ja, 3-1 ist das Ganze ausgegangen, ich muss sagen. GG. Ja, Lacazette hat sich gut gemacht. Ja, danke, Digga. Ich kann wirklich nur sagen, ja, was heißt verdient? Wir hatten gleich viele Chancen. Ja, aber einfach. Trotzdem hatte diese zwei Fehlpässe eigene Schuld, die waren richtig dumm und du hast sie einfach genutzt, dann. Ja, okay. Ja, gut. FIFA ist manchmal einfach so. Jungs, wir kommen jetzt zum Discarden. 2 werden es sein. Wir sind jetzt beim Abstoßen, Freunde. 3-1 geht das Ganze aus. Obwohl die Chancen eigentlich ausgeglichen waren. Aber jetzt als kleines Feedback nochmal zu Lacazette. Ist wirklich ein richtig guter Strafraumstürmer. Wenn er den Ball hat, dann macht er den eigentlich auch rein. So als kleines Fazit. Und ja, Wakes, sortierst du schon mal die Spieler. Ja, ich überlege aber. Ey, ich hab... Campbell, ich hab einen Lacker, ich hab... Oh, Junge. Das ist schon so gute, ne? Ribéry, halt volles Team. Das ist halt immer das Problem, wenn man dann volle Teams hat, ne? Dann kann man auch gar keinen Bronzespieler mehr treffen, ne? Da muss eigentlich was Gutes kommen, so. Ja, ich bin gespannt. Digga. Ey, so ein Campbell wäre lecker, aber Lacker wäre natürlich absolut Eskalation. Bin gespannt. Ja, ich lass es, glaube ich, immer so, wie es eben war, ne? Okay. Warte. Ich lass es. Ich hab mir eigentlich schon direkt am Anfang was gedacht. Und jetzt, wo du so gesagt hast, ja komm, ich lass es einfach so, würde ich einfach mal behaupten, dein Torwart zu nehmen und dein Stürmer. Vielleicht hast du Lacazette ja nicht umgeswitcht. Kann ja sein. Was hast du jetzt gesagt? Ich hab dich nicht mehr gehört, da war gerade so ein komisches Störgeräusch. Stürmer und Torwart würde ich gerne nehmen, Digga. Weil vielleicht hast du Lacazette nicht umgeswitcht. Ich habe Lacazette umgeswitcht, aber auf der Stürmerposition ist trotzdem eine Man of the Match 87er Karte von Thomas, Digga. Ah, der Thomas, Alter, mit seinem goldenen Fuß. Okay. Ja, das ist okay, ja. Ist okay. Und Torwart war Gott sei Dank nur Rupp Champions League.
Digga, aber wo du gesagt hast, okay, Stürmer, ich dachte, du gehst vielleicht sogar auf die linke Flügelposition, das Campbell gewesen. Lacazette war auf der zentralen mittleren Mittelfeldposition. Nächstes Mal Mittelfeld, Alter, muss ich mir merken. Aber okay, Müller, Man of the Match, wenigstens so halbwegs was getroffen. Jungs, wenn euch das Ganze gefallen hat, smasht auf jeden Fall den Like-Button, haut raus. Welchen Team of the Season wollt ihr als nächstes sehen? Checkt die Episode unbedingt bei Tim Wakes Up. Und dann können wir, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Du hast das Schlusswort. Haut rein, Jungs. Ja, leider verloren, Leute. Ich kann nicht so gut verlieren, aber... Ja, ich kann also auch nicht, denke. Ey, wir können einfach beide nicht verlieren. Wir sind immer richtig abgefuckt dann, aber... Ja, Leute, haut rein. Ciao, ciao. Haut rein.